Anmerken lässt er sich nichts. Schlechte Laune, Krisenstimmung, Fehlanzeige. Bundestrainer Joachim Löw behält die Ruhe, trotz der seit Monaten anhaltenden schwachen Leistungen. Mit dem Druck, das habe ich schon auch, glaube ich, öfters gesagt, kann ich schon auch relativ gut umgehen. Ich weiß, dass es nach solchen Spielen oder nach der WM natürlich auch massiv ausfällt, aber wenn das alles war, halte ich es aus. Aber auch er weiß, das Spiel gegen Weltmeister Frankreich hat nach dem 0:3 gegen die Niederlande eine ganz besondere eigene Brisanz. Eine andere Leistung zeigen, das ist unsere Aufgabe. Und das andere muss man ausblenden. Kritik muss man annehmen, logischerweise, das ist auch klar. Aber damit kann ich gut umgehen. Das kann ich gut ausblenden in solchen Tagen zwischen den Spielen. Der Neuanfang nach der schwachen WM stockt und die Kritik wird zunehmend lauter. Spätestens jetzt muss die Mannschaft liefern. Wir kennen unsere Situation und sprechen natürlich auch sehr viel in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft und natürlich auch mit dem Trainerstab. Die Details, die müssen wir jetzt nicht unbedingt nach außen tragen. Wir kennen den Ernst der Lage, wir wissen, wie die Situation ist. Denn sportlich droht der nächste Tiefschlag. Der Abstieg in der Nations League. Eine Niederlage in Paris wäre schon die 6. Pleite in diesem Jahr. So viel gab es in 12 Monaten noch nie. Aber daran will Joachim Löw gar nicht erst denken. Wir spielen gegen den Weltmeister. Wir haben in der Gruppe jetzt eigentlich im Moment nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Er lässt sich den Druck eben nicht anmerken. Ruhe behalten, Kritik weglächeln, bis auf Weiteres.